So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Railroad. Wir sind in der neuesten Version 0.12.19 und ich habe die deutsche Übersetzung mit an. Es ist natürlich noch nicht alles übersetzt, aber Teil davon. Und immer dachte, ich mache das mal an, nachdem ich mir die Übersetzung sowieso anschauen muss, um zu schauen, wie das so ist. Hier ist jetzt mal ein Preview, wenn ihr es nicht schon selber eingestellt habt. Und wir schauen uns eine neue Community Map ab. Und zwar vom Discord Server, vom User Stargirl. Der hat die Map Swindon gemacht. Das ist die Map hier und ist eine Timetable-Map. Und ich würde sagen, die spielen wir doch einfach mal durch. Schauen wir mal, wie das so ist und was ist so kann. Sieht schon mal auf alle Fälle interessant aus. Also hier haben wir Stonehouse, den Bahnhof mit so einem Kopfgleis. Und dann geht es nach Swindon Village, also so ein Nebengleis. Hier geht es mal weg. Da haben wir Chippenham, Swindon selber mit recht vielen Gleisen. Ich finde es auch sehr interessant hier, das kurze Gleis, das man das auch mal gemacht hat. Und ein Durchfahrtsgleis. Dann haben wir hier ein Freight Yard, cool gemacht, und Didcot Town. Ja, wir haben es jetzt 12 Uhr, insgesamt 18 Züge, ich glaube, das kriegen wir hin. Und bei Chippenham, da kommt jetzt gerade ein Zug an. Ich bin jetzt schon mal durchgegangen und habe bei jedem Bahnhof gesagt, er soll eigentlich automatisch annehmen. Habe ich doch einen gesehen, da oben. Und das automatische Wenden ist auch etwas, was ich am Anfang gern immer anmache. Da bringt es jetzt gar nicht so viel, weil es gar Kopfgleis ist. Da bringt es eigentlich auch nichts, da auch nichts, aber da oben. Gut, machen wir mal Play. Und da kommt auch der erste rein. Und nachdem es, glaube ich, eine englische Map ist, also ziemlich sicher, fahren wir da auf der linken Seite. Der will Chippenham 1. Man fährt da gerade rein. Swindon Plattform 1. Ah ja, natürlich alles manuelle Signale. Alles manuell stellen. Gut, für dich machen wir schon mal die Fahrstraße auf Plattform 1, das ist Bahnsteig 1. Und los geht's. Ja, werden wir hier mal ein bisschen vorspulen. Wie gesagt, die deutsche Übersetzung ist Work in Progress. Wir sind schon ziemlich gut durch. Es gab jetzt aber nochmal Syntax-Updates. Da haben wir ein Intercity, da wird noch Swindon 4. Das machen wir jetzt auch. Es gibt manchmal so ein paar Begriffe, wo man uns dann nicht einig sind, wie die heißen sollen, also dass es dann auch durchgeht, wie zum Beispiel soll es hier Bahnsteig heißen, durchgehend Bahnsteig 1 bis X oder Gleis 1 etc. Momentan sind wir bei Bahnsteig oder das gleiche beim Coachyard, soll es jetzt Depot heißen oder nicht, momentan ist Depot. Aber ja, feel free da mitzumachen, alle Infos dazu gibt es im Discord-Server, wenn man bei der Übersetzung mitmachen kann. Und da ist noch alles offen für jeden und jeden Begriff. Einfach Vorschläge machen und wenn es genügend Votes hat, dann wird es in der Regel dann auch freigeschalten. Für die deutsche Übersetzung bin ich momentan zuständig und der muss hier durchfahren nach Didcot Town 1. Dann lassen wir uns auch mal bis hierhin fahren. Ich habe jetzt, oder ich möchte jetzt immer wieder so Workshops machen, um bei gewissen Wörtern durchzugehen, wie man die am besten übersetzt, ob das so passt, Feedback einholen etc. Da ist natürlich am besten, wenn ihr dann alle auf dem Discord-Server seid, weil da lässt sich am besten koordinieren. Links zum Discord gibt es auch in der Videobeschreibung, wer da noch nicht drin ist. Und sonst neben kriegt ihr mal die aktuellsten Updates. Nachdem der jetzt durchfährt und der jetzt um 12:09 erst wegfährt, lassen wir dich da durchfahren. Didcot Town. Einmal so. Gut, um 12:09. Du fährst um 10 nach ab nach Chippenham 2. Du willst danach auch nach Didcot Town 1. Gut, lassen wir es mal ein bisschen schneller laufen. Muss jetzt nicht unbedingt alles in Echtzeit sein. Und da haben wir den nächsten, der will nach Chippenham 2. Bist auf, also der will dann hier rein, das heißt für dich. Können wir die Fahrstraße schon mal geben? Ah, warte mal, na, du bist nach Chippenham 2. Du fährst um 10 nach, also können wir dich durchfahren lassen hier.
bitte einmal so. Also Chippenham 2, so. Passt. Dann wieder einmal ein bisschen nach vorspulen. Der will wohin? Oh, das ist ein Regio, der will nach Swindon 6, der will da oben drauf. Das gebe ich dir natürlich auch schon mal. Einmal so. Dann sollte das passen. Der fährt am 10 nach, der fährt am 9 nach. Weg. Nice. So, hier stellen wir das hier auch noch. Ja, 17 Züge noch. Ah, okay. Wo will der hin? Der wird zum Freight Yard. 1. Kannst du haben? Die schicken wir da oben drüber. Dann so. Du bist auch zum Freight Yard, aber auf die Plattform, beziehungsweise Bahnsteig, Laderampe, wie auch immer. 3. Ah ja, wenn ihr die Katzen hört, das kommt normal, die laufen bei mir rum. Also, let's play mit Katzen. So, der will um 9 nach wegfahren. Auf Discord 1, dann werden wir das wieder. Den Abschnitt da schon mal geben. Und der fährt um 10 nach weg. Ich glaube, da wird sonst keiner erstmal kommen. Wie wichtig ist da? Auch schon mal. Gut. Bisschen vorspulen lassen. Da ist, ach, das ist schon wieder der nächste. Du bist nach Swindon 5. Da oben. Warum bist du da nach oben fahren? Weil du nach Stonehouse 1 fährst. Der fährt dann da weg. Okay, alles klar. Schick dich. Da muss aber der hier erstmal wegfahren. Ja gut, der wird jetzt gleich wegfahren. Der fährt um 10 nach weg, also auch gleich. Und der will nach Didcot Town 1, da werden wir dich da so runterschicken. Kann man dann machen. Gut, der will danach zurückfahren, das heißt, da klickt man schon mal auf Wenden, dass wenn er dann stehen bleibt, dass er dann einmal wendet. Und der will nach Ippenham 2. Das heißt, den lassen wir dann auch mal wenden. Okay. Sollte alles eine Richtigkeit haben. Der fährt dann um 13 nach weg. Ein bisschen vorspulen hier. Super. Der fährt jetzt weg und der muss auf die Plattform 5. Das heißt, wir machen das so, so. So. Was hier gestellt. Du willst Plattform 4. Warum da? Okay, dann muss der hier jetzt natürlich erstmal weg. Für dich stelle ich das auch schon mal. Der muss dann hier einmal so runter. Das ist doch nice. Easy. Du fährst noch Stonehouse 2, das heißt, dir gebe ich das noch nicht frei, weil sonst die ganze Strecke freigeben wird. Aber da oben schon mal umstellen. Rudeli. Feine Sache. So. Dir müssen wir das jetzt hier auch noch freigeben. Du fährst dann noch Didcot 1, das heißt, du darfst nicht wenden. Was ist denn schon Verspätung? Nö, um 13 nach, das geht sich aus. Du fährst erst um 32 weg und du um 24. Da haben wir noch Zeit, bis die wegfahren. Das ist der nächste, um den wir uns kümmern, ist der da oben. Jetzt glaube ich hier schon mal freigeben. So und so. Nice. Bitte wieder einmal vorspulen. Schauen wir uns mal kurz die Zeiten an. 13 nach, 15 nach. Der da unten wird dann als nächstes weg. Dann werden wir dich da noch
hier oben hinleiten. Bis hier hin. Ist doch alles easy. Du, ach, du bist zum Freight Yard. Auf 2, wie schickt man denn dich? Du musst da oben rauf. Was? Da muss der erst wegfahren. Wann musst du da ankommen? 20 nach. Das heißt, der bleibt hier jetzt erstmal stehen. Weil. Du willst nach Stonehouse. Wann? Du tust einmal wenden, weil da wird noch Village nach da oben. Das finde ich jetzt aber blöd, dass der erstmal da warten muss. Hier stellen wir das schon mal um. Währenddessen. Vorspulen, das ist ein bisschen. Dann lassen wir die Map im Auge behalten. So, dann einmal so und einmal so. Fährst du da noch mal hin? Nein, der verschwindet dann. Das ist super. Ja, eben. Das dachte ich mir jetzt. Jetzt kommt hier der nächste. Das ist jetzt blöd. Weil wir noch bei. Ah, na, da bleibt hier stehen. Oh, das Ganze ist gerade noch so ausgehen. So, Ditka Town 1, gehen wir den mal komplett frei. Und du bist nach Village, das kann man da auch schon mal komplett freigeben. Da haben wir Auto Reverse an, nachdem es ein Kopfgneis ist, wieder davon selber wenden. Hat er. Und da haben wir es ihm gesagt. Komm, fahr da ab da oben. So, jetzt müssen wir schnell sein. Hier schickt man dich schon mal darauf. Fahr doch schon mal los. Die eine Weiche müssen wir noch stellen und dann willst du auf Weiß 2 da. Und auch wenn das nicht richtig ist, wobei du fährst um 17 nach weg, ja, das geht sich schon aus. Ich dürfte es eigentlich noch nicht freigeben, bis das hier nicht wieder frei ist. Wo bist du hier? Swindon. Hier, will da wieder nach da unten hin. Sollst du haben. Gut. Du willst danach. Ach, da fährst du überhaupt durch. Ditko Town 1. Okay, machen wir das mal so. Mal schon mal vorbereiten. Nice! Gibt mittlerweile echt coole Community Maps. Also schaut wirklich mal auf Discord vorbei. Da sind ein paar tolle dabei. Und ja, ein paar davon versuche ich euch doch ein bisschen zu zeigen. Und auch ein paar. Neue Features etc. So wie es dann geht. Also Dev-Updates wird es auf alle Fälle von mir geben, so wie dann was Größeres kommt und so weiter. So. Da fährt der nächste um 24 ab. Du wirst danach Stonehouse, der will nach da oben hin. Also bitte auch einmal wenden, wenn du angekommen bist. Der fährt jetzt los. Ich schicke ihn auch schon mal. Nein! Den habe ich aus. Ach scheiße, der hätte auf Plattform 1 gemuscht. Ach scheiße. Jetzt gibt Punkteabzug. Nein, shit, ein Fehler. Gut, aber dann schicke ich dich mal durch nach Ditcott. Der da oben fährt jetzt auch ab. Was sollen wir den anhalten und fahrt Richtung Ende, dass er da zurückfährt? Das könnte man jetzt noch machen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen peinlich. Wir so stellen. Anhalten und Fahrtrichtung ändern. Habe ich jetzt auch noch nie machen müssen. Der hat natürlich jetzt eine tolle Verspätung. Warum bleibt.
Es ist aber schon ziemlich langsam da. Bleibt er jetzt, fährt er jetzt bis zum Signal? Nee. Das gibt Abzug. So, 24 fährt der als nächstes ab nach Plattform 2. Das heißt, die schickt man da so oben drüber. Hier runter. Und so. Der fährt um 25 ab. Das heißt, der wird zuerst dort durchfahren. Ah, peinlich, peinlich, peinlich. So, rauszoomen. Verspätung. Einmal wenden, danke. Der will jetzt dann nach Ditko Town 1 dann fahren. So, der fährt um 25, ab der eine Minute vorher. Dich schicken wir schon mal zurück, wieder dahin. Aber dir gebe ich schon mal die Fahrstraße für Chippenham 2. Bisschen vorspulen. Geht aktuell gerade nicht sehr viel. Vorspulen ist bei sowas immer gefährlich, weil da kann man natürlich schon mal was verpassen. Wie zum Beispiel hier das Signal freigeben. So. Du musst einmal den hier. Das ist richtig gestellt. Der fährt um 30 und um 32 ab. Ja, die zwei Züge parallel. Fahren ab. Sehr gut. So, umstellen. Freigeben bis dahin. So, wo will der hin? Der will noch Swindon 3, doch da unten. Der fährt da um 28 weg. Der da oben um 33, das heißt, der fährt zuerst. Gut. Fährst du da? Nee, der bleibt hier stehen. Minute lang. Das heißt, den lassen wir hier mal ganz kurz anhalten, weil ich habe keine Lust auf eine Kollision, weil dann wäre sie natürlich sofort wieder vorbei. So, und der fährt in wenigen Minuten ab. Ist natürlich die beste Position, wie so ein Zug stehen kann, ne? Gleich zwei Gleise blockieren da. Super. So, du müsstest jetzt abfahren. Tust du auch, das heißt, dich schicke ich da schon mal gerade straight hinterher. So, wo will der hin? Auf Plattform 5. Das ist wieder hier oben. Bleibst du hier stehen? Ja, da bleibt er stehen und fährt um 30 nach weg. Der auch, das heißt, dich werde ich aber zuerst da drüber schicken. Wobei macht es, der fährt um 30 ab, der fährt auch um 30 ab und will dann auf Plattform 6, der will dann da reinfahren. Ui, das könnte jetzt, das wäre knapp, weil wenn der dann um 30 nach weg, na, der fährt um, doch, der fahren alle um 30 nach weg. Achso, du bist noch Swindon 3, tut mir leid. Falsch, so. Und fährst dann auch Chippenham 12, das heißt bei dir auch schon mal Wenden aktivieren. Da tun wir auch schon mal umstellen. Ein bisschen schneller, bitte danke. Und den gehen wir schon mal frei. Der fährt dann so, fährt dann so. Der ist dann hier bitte rein. Wo fährt der danach hin? Der fährt nach Chippenham 2. Du kannst jetzt bitte abfahren. Oder gleich. Jetzt wird es dann spannend.
Ach ja, kommt noch einer. Wenn wir noch Swindon 1 auch haben. Du bist ja noch Stonehouse, das ist da oben. Okay, das heißt, die sind sich da mal nicht im Weg. Für das tun wir schon mal vorbereiten, dass der da auf die 5 rauf will. Warum eigentlich? Weil du dann auch noch Stonehouse 1 willst. Wo auch immer das Gleis dann da hinten hingeht. Wer weiß da schon? Bleibt ein Mysterium. So, und der fährt um 2 nach Ditko. Das kann ich dir jetzt schon mal freigeben, weil ich glaube nicht, dass der da vorkommt. Und du bist um 34 in 4 Minuten nach Chippenham zu. Gib dir das schon mal. Siddeli. So, der muss jetzt hier schnell rein, der muss dann da raus, weil der da oben rein will. Och nö. Wo bist du hin? Plattform 4. Sag mal, es wird sich ja noch stressig hier. Wann bist du da angekommen? Um 34. So, umstellen, umstellen, freigeben, freigeben. Danke. Umstellen. So. Dürfte ihm das jetzt eigentlich auch noch nicht freigeben? Weil ich eigentlich warten müsste, bis der durch ist. Kann man es mal kurz sauberkeitshalber machen? Danke. Und freischalten. Fahr da rein. Hinter dir ist ein Intercity, glaube ich mal, soll es sein. Du bist nach Ditko Tal 1 Durchfahrt. Bis dahin genehmigt. Du bist auf Plattform 4. Mach das mal. Du fährst um 41. Na, du fährst um 39 ab. Das heißt, die Durchfahrt lassen wir auch durchfahren. Ich nehme das hier schon mal mit frei. Der will dann nach Stonehouse um 36. Das gehen wir ihm doch schon mal. Stonehouse. Ja, ist der da. Nisi. Du fährst auch um 36 nach Chippenham. Chippenham 2. Keine Ahnung, wie man das echt ausspricht. 100% dieser ist mal wie immer falsch. So, der Spaß muss dann hier so gemacht werden. Der fährt um 40 nach weg. Okay, das heißt, der fährt zuerst. Nüss. Nice. 36, 36. Das heißt, dir gebe ich das erstmal bis dahin. Gib mir ihm 2. Fährst du durch? Der fährt auch durch. Das machen wir mal so. Mal schauen, wer schneller ist. Also der kann 120 fahren, der da oben auch 120. Den lass mich da jetzt erstmal wegfahren. 38 fährt er weg. Erst. Der um 39. Soll ich den vorziehen lassen? Bleibst du denn da stehen? Nee. Durchfahrt 40. Durchfahrt 42. Doch, es ist schon so geplant, dass der dann Lust da durchfahrt. Es ist gefährlich, was ich da mache. 38 in 2 Minuten. Die gebe ich schon mal das Segment hier. Das könnte jetzt ein Fehler gewesen sein. Bleibt doch eine ganze Minute stehen. Alter, komm, mach weiter.
Ah, shit, das ist nicht so ideal. Mir jetzt. Vorweg, vorweg, vorweg. Gut, grünes Signal. Du machst eine Durchfahrt. Also Chippenham mit der um 2:40 stehen bleiben. Der fährt, also den lassen wir auf alle Fälle zuerst durch. Okay, 6 Züge. 1, 2, 3, 4, 5. Fehlt noch einer. Na, 5 Züge. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, bitte einmal losfahren. Danke. Dann gebe ich dir das auch komplett, weil jetzt wird nichts mehr kommen. Freigeben. Hier geben wir das auch schon mal frei. Und einmal freigeben. So. Das soll es dann eigentlich gewesen sein. Wunderbar. Ja, da fehlt jetzt ein bisschen die Beschreibung. Das müssen wir nochmal nachjustieren. Also in der Übersetzung. Aber 538 Punkte. Ich glaube, das war jetzt mal gar nicht so schlecht. Leider ein Patzer mit drin gehabt. Also da geht punktetechnisch noch mehr. Map an sich macht Spaß. Ist ein interessantes Layout, muss ich sagen. Kann ich nur empfehlen. Also wer selber spielen will, gerne machen. Oder sogar einen eigenen Fahrplan drauf erstellen. Wer weiß. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Spielen.